So, willkommen zurück zu Diablo 4. Und ja, ich möchte die anderen Spiele auch noch spielen, aber das bietet sich jetzt einfach am leichtesten an. Und man sieht vielleicht am Level, ich habe ein kleines bisschen gegrindet, mal hier, mal da. Es war nie genug Zeit für einen Stream, aber ich habe ein bisschen Side-Content gemacht. So heißen, ich habe bis auf ein paar Nebenquests und einen Dungeon, der wahrscheinlich erst später irgendwie auftaucht. Die zersplitterten Gipfel fast auf 100%. Und ich habe so ein, zwei Sachen auch bei Scott's Glen gemacht. Ja. Und ich würde sagen, wir machen uns auf in Richtung Akt 3. Weil, das, wenn ich da nicht mehr dazu komme, bietet sich ja am besten an, weil man dann auch diese ganzen Ausrüstungen so finden kann. Weswegen ich halt so sage, dass ich vielleicht die virtuelle Kamera starten sollte, damit ich auch eine Aufnahme habe. So. Ja, es bietet sich an. Der einzige Grund, warum ich heute angemacht habe, es bietet sich einfach an. Dann kann ich die. Ich bin noch nicht bereit. Dann kann ich die ganzen tollen Dinge machen. Ich bin gespannt, wie gut ich durchkomme, weil ich bin ja schließlich auf ja auf einer höheren Stufe jetzt. Dementsprechend müssten ja auch die Dinger in der Kampagne geskaliert werden. Ich bin noch nicht bereit. Aber wenn das Internet mitmacht, kann ich diesmal den Akt 3 sogar erreichen. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Da wurde jemand getötet. Und hier ist eine Stadt. Ja gut, ich bin ja auch noch nie in dem Gebiet gewesen. Das ergibt durchaus Sinn, dass dann hier eine Stadt ist. Trockensteppe. Ja, Trockensteppe war ich noch nicht. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Naja. Das sagen sie alle, dass es Zeit brauchen, ne? Kann ich denn zum Beispiel, wenn ich Akt 3 mache, kann ich von diesem Gebiet zum Beispiel die Lilith-Statuen zumindest sammeln. Und so diese Side-Dinger, die muss ich nicht unbedingt online machen. Kann ich online machen, wenn ich denn öfter dazu käme. Ich bin noch nicht bereit. Aber wenn ich die Dinge nicht mache, aus dessen Grund ich nicht anmache, Sauber erlegt. dann ist das natürlich auch nicht so ideal, ne? Badu. Können wir denn nie Frieden finden? Die Ich, ganze ich. Nacht wird geschrien und geflucht. Okay. Man sollte ihn aus der Stadt jagen. Wer immer, wen immer sie meinen. Ich mag gerade, wie das aussieht, wie die Stadt in Akt 2, glaube ich, von Diablo 2. Allein hier dieses Dach mit diesen Säulen. Das erinnert mich gerade total daran. Das ist eine Sidequest, die mache ich irgendwann später, eventuell. Heiner, du Nun, Schnarcher. er atmet noch. Da hat er Glück. Hi, Daruk. Was passiert? Der alte Mann dort. Er behauptet, ein Horadrim zu sein, trinkt aber wie ein Ochse. Das schließt sich nicht aus. Er kam vor ein paar Tagen in die Stadt und suchte nach einem Diener der Dämonin Lilith, einem fahlen Mann. Ihm hat wohl nicht gefallen, was er vorfand.
Ich verstehe. Den Rest übernehme ich. Wer seid ihr? Wir haben uns in den zersplitterten Gipfeln getroffen. Ich sah seinen fahlen Mann in einer Vision. Man glaubt es kaum. Genug. Er gehört euch. Bleibt mir nur beide von der Flasche fern. Ey, was hab ich denn damit zu tun? Lass mich doch. Ich hatte fast erwartet, dass ich den Eimer benutzen kann, ne? Verdammte Höllen, was wollt ihr? Ich sollte euch hier treffen, Lorat. Erinnert ihr euch? Natürlich erinnere ich mich. Wer bist du? Es überrascht mich nur, dass ihr nicht tot seid. Gib mir die Flasche. Was ist euch zugestoßen? Ich wurde angegriffen. Sieht man doch. Von Alkohol in rauen Mengen. Eingeflößt durch meine eigene tückische Hand. Und womöglich war da auch ein Kampf mit einer Ziege um diesen Schlammfleck. Ich glaube, ich war siegreich. Lorat, wer ist der fahle Mann? Der fahle Mann ist... war... Horadrim. Horadrim? Dann müsst ihr ihn kennen. Einst dachte ich das. Er trägt den Namen Elias. Er war mein Lehrling. Oh. Er war es, der Lilith nach Sanctuario brachte. Das ist schlecht. Möglicherweise habe ich die Neuigkeit nicht gut aufgenommen. Was müssen wir tun? Ihn finden. Herausfinden, was er getan hat. Blut. Und es ist immer Blut in diesem Spiel. Hör zu, hier. Irgendwo hier ist eine Frau. Sie hat ein paar Nachrichten, die wir brauchen. Und... ich bin gerade niemandem eine Hilfe. Könnt ihr sie suchen? Es wurde schon genug Zeit vergeudet. Das ist actually ein Seht guter Grund. Im Gasthaus um. Fragt, ob sie vom Kloster von Orbey gehört hat. Das ist actually ein guter Grund, warum er nicht selber geht. Finde ich gut. Haben sie schön umschrieben, I guess. Was bist du? Ah, du bist der Wegpunkt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hi. Lorat hat mich geschickt. Habt ihr vom Kloster von Orbey gehört? Nein, kein Wort von Orbey. Genau wie gestern und vorgestern. Aber ich habe etwas anderes. Gut. Gerüchten zufolge zog vor einiger Zeit ein fahler Mann durch die Abaru-Schluchten. Ein furchterregender Kerl, ganz in Schwarz. Nach Lorats Auftritt letzte Nacht wird er das sicher wissen wollen. Okay. Ich mag die Stadt. Keine Nachricht. Merkwürdig. Ich schrieb dem Kloster von Orbey am Tag meiner Ankunft. Der Abt hätte mittlerweile antworten müssen. Wenn er denn lebt. Tekrin sprach von einem Gerücht. Ein fahler Mann soll in der Nähe der Schluchten gesehen worden sein. Die Schluchten? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wir brechen sofort auf. Aber wir können Orbey nicht unbeaufsichtigt lassen. Verdammt, ich gehe zur Schlucht. Ihr könnt mich dort treffen oder zum Kloster gehen. Why not both? Bisher wirkt ihr recht verlässlich. Beweist mir nicht das Gegenteil. Ist das etwa genauso aufgebaut wie der Akt 2? Tatsache, jetzt haben wir zwei Dinger, wo wir hin können. Okay. Why not? Okay. Das ist die Schlucht. Gehen wir erst zum Kloster, dann wissen wir vielleicht auch, was abgeht.
Das kann ich hier nicht tun. Warum nicht? 10 Zentimeter weiter konnte es. Warum habe ich eigentlich keine Wegpunkte dahin? Also ich meine, keinen Pfad. Ah, weil ich nur die Quest aktiviert habe und nicht den Pfad. Hey, der sieht gesund aus. Erinnert mich an Immortal. Ich bin noch nicht bereit. Why not? Relativ wenig Gegner hier. So, das Kloster ist da. Das ging ja relativ schnell. Dieser Ort wurde eingenommen. Er stinkt nach verbotenen Zaubern. Loratna, wie ungewöhnlich von euch zu hören. Ja, der Brief. Euer charmanter Lehrling ist heute Morgen mit ebenso verstörenden Neuigkeiten eingetroffen. Hat euch aber nicht erwähnt. Soll ich davon ausgehen, dass ihr ihn nicht geschickt habt? Bitte kommt nach Orbe, sobald es euch möglich ist. Tja, zu spät. Dann nehme ich mal an, ist dieser Dungeon die Fortsetzung von Quest. Moment. So. Ist hier jemand? Nö. Mord! Mord in der Sakristei! Der Horadrim, Elias und ich wollen für den Rest unseres Treffens... Versperrt die Türen! Was ist mit den anderen? Dem Abt? Tut, was ich sage! Okay, atmosphärisch. Finde ich gut. Ich will nur noch diese Tür finden. Er ist hier! Ich bin genau gegenüber von ihm, der Wand. Heiner. Öffne die Tür! Okay, wir brauchen wohl einen Schädel. Ich bin noch nicht bereit. Müssen wir doch in die Mitte. Lass mal alle Leichen flattern hier. Er ist hier! Immer noch? Kreuzritterschädel. Okay. Man könnte auch Büste sagen. Das ist eine Büste, liebes Diablo. Die Büste eines Menschen oder eines Kreuzritters. Hallo. Das sind nicht die, die ich erwartet habe. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Mana. Noch nicht bereit. Keine Information. Wir werden angegriffen. Und? Ich auch.
Achso, die Tür ist auch aufgegangen. Ah ja. Okay. Wenn das so ist. Atmosphärisch ist okay. So in der Mitte. Okay. So, auf jeden Fall viel Blut hier. Blut und Leichen. Leichen und Blut. Und Gespenster. Ich habe keinen Mann. Mir fehlt das nötige Mann. Au. Ich habe kaum noch Mana. Ja, ja. Bis zum Abend. Bis zum Abend werde ich es hüten. Und dann. Hallo, Wirrer Mönch. Wie geht es dir? Bist du verwundet? Wo ist der Abt? Der Abt hat die Tür geöffnet und der bleiche Teufel grinste. Er hat das verbotene Wissen an sich genommen. Alles ist gut. Ich habe den Weg freigemacht. Könnt ihr gehen? Es gibt keinen Ausweg. Was an Wissen verbleibt, darf nicht fort. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren und auch in der Nacht, die darauf folgt. Wir müssen das Archiv beschützen. Okay. Ist er gerade an Wahnsinn gestorben? Er ist gerade an Wahnsinn gestorben. Schon wieder kein Mana. Bitte, bitte alle auf einmal kommen, damit ich euch töten kann. Ich bin noch nicht bereit. Mir fehlt das nötige Mann. Ach ja. Ich mag diese großen, vielarmigen Gespenster nicht. Ich habe kein Mana mehr. Ich bin noch nicht bereit. So. Irgendwer hat geschrien. Na gut, bei so vielen Geistern kann man das verstehen, dass da jemand schreit. Mir fehlt das nötige Mana.
Meine Güte, sind das viele. Echt jetzt? Schon wieder kein Mana. Siegel der Archivtür. Ihr, der ihr die Finsternis erfahren wollt, kniet nieder vor dem Licht, sprecht die Worte der Litanei und schultert unsere heilige Bürde. Im Laufe des Tages habe ich mich darauf vorbereitet, Bürde zu schultern. Okay. Knien? Ich glaube, ich habe kein Knie. Hier ist ein... Geht nicht weiter. Danke. Folgt mir. Tut mir leid. Hilfe wäre jetzt willkommen. Ach so, ich soll die Litanei-Dinger nur finden. Okay. Ich dachte, ich muss mich wirklich vor dem Licht hinknien. Ihr wartet auf mich? Ich weiß nicht, ob ich auf mich warten muss. Ich bin doch da. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren und auch in der Nacht, die darauf folgt. Das, was der wirre Mönch gesagt hat. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Am Morgen wurden mir die Augen geöffnet. Ich sah die hereinbrechende Finsternis. Okay. Am Morgen wurden mir die Augen geöffnet. Und ich sah die hereinbrechende Finsternis. Im Laufe des Tages habe ich mich darauf vorbereitet, die Bürde des Wissens zu schultern. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren. Und auch in der Nacht, die darauf folgt. Wenn das jedes Mal verbrennt und das Schloss aufplatzt, ist das ziemlich verschwenderisch teuer, ist das. Oh. Anders gesehen sparen sie Heizkosten. Abt, wir müssen weg. Ich verdiene es zu brennen. Gemeinsam mit dem Rest. Wo ist Elias? Fort. Er sagte, Sanctuarius Untergang stehe kurz bevor und nur ich könne helfen. Er wird ein geringes Übel beschwören. Er hat alles genommen, was er benötigt. Und dann... Meine Schüler... Er hat sie getötet. Er. Ja, das machen böse Leute so. Meine Freunde, vergebt mir. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich habe kein Mana mehr. Kann er mal bitte aufhören, diese dämlichen Wirbel zu beschwören?
Ach, eine dämliche Gruppe, ey. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Das gesamte Wissen der Menschheit soll unter den Kindern Lilith verbreitet werden und kein Geheimnis vor ihnen bewahrt bleiben. Und die Lügner und Diebe der Welt sollen vor Reue untergehen. Okay. Ich schätze mal, ich soll zur Schlucht. Das ging ja relativ fix. Dann gehen wir erstmal zur Stadt und von dort aus zur Schlucht. Ja. Bei so einer stressigen Zeit, wie ich gerade auch habe, da ist sowas wie Diablo einfach hirnlos Gegner metzeln. Nicht solange ich in der Stadt bin. Das ist eigentlich schon ganz angenehm. Deswegen spiele ich auch solche Spiele. Man kann so eine Sachen wie JRPGs und CRPGs und so kann man spielen, wenn man einfach nur eine Geschichte erleben möchte, ne? Und sowas wie das hier hat zwar auch Geschichte, aber es geht ja mehr um das bisschen rumlaufen, looten und so. Und da ist mir gerade ein Karren ins Gesicht gespawnt. Hi. Der Abt und sein Gelehrten wurden ermordet von Elias. Was hat er genommen? Wissen. Schriftrollen aus dem verbotenen Archiv. Er hat die Mittel, ein geringes Übel zu beschwören. Er hat was? Welches, verdammt? Aber wir wissen es natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Die Macht der geringen Übel wird nur von den großen Übeln übertroffen. Wenn Elias es schafft, eins unter seiner Kontrolle zu beschwören... Also sollten wir mindestens Level 70 haben, ja? Okay, suchen wir ihn. Oh, Lorat, komm mit. Ich brauche Zeit. Lorat, let's go! Okay, vielleicht sollte ich den Weg markieren. Wir sind sogar richtig gegangen. Ich dachte schon, dass es so weit links war und das andere so rechts. Das ist hier falsch wären, aber wir sind richtig, I guess. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ah, das sieht vielversprechend aus. Ich bin noch nicht bereit. Ich nehme mal an, er meinte die Sukubi. Und was auch immer dahinter war. Diese Dämonen waren Ungeziefer. Von einem Magier mit Elias Können hätte ich mehr erwartet. Durchsuchen wir das Haus. Welches Haus? Nicht bereit. Ja, wir gehen trotzdem rein. Seid vorsichtig.
Eine meisterhaft gehauene Statue von Lilith, die mit Blut und Eingeweiden bedeckt ist. Und wo ist Lorat? Lorat! Heute suchte mich Meister Elias auf. Ich konnte kein Wort herausbringen, also zeigte ich ihm meine Schnitzereien. Er sagte, er könne meinen Schmerz in ihnen sehen. Den Schmerz eines einsamen Mannes, der gelernt hatte, die Welt zu hassen. Und doch, unsere Mutter, Lilith, fand mich hübsch. Er sagte, es gäbe andere wie mich und zusammen würden wir eine neue Welt formen. Aha. Was für ein abscheuliches Chaos. Ich hab das hier entdeckt. Brennende Höllen! Wir sind zu spät. Elias ist längst fort. Dieser Genba ist unser Beschwörer. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Ist es nicht offensichtlich? Elias findet den einsamen Genba, ohne Freunde, voller Wut, und manipuliert ihn mit Leichtigkeit. Er verspricht ihm Liliths Liebe und eine Rolle in seinem großen Wahn. Dann gibt er ihm die Mittel, seinem Zorn Ausdruck zu verleihen. Beschwörungsschriftrollen. Sehr scharfsinnig. Wer weiß, wie lange Genba in diesem Wahnsinn geschmort hat. Hoffentlich kann er noch befragt werden. Er ist tot, oder? Ach so, wir suchen ihn noch. Ich hätte jetzt gedacht, das ist der Typ, der da liegt. Für die Vorbereitung. Hi. Danke, dass ihr Meister Elias gekriegt habt, um mir den Weg zu zeigen. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir an eurer Seite stehen und das läuternde Feuer legen. Besucher? Hat Meister Elias euch geschickt? Meister Elias? Nun... Ja, das hat er. Unsere Mission ist äußerst wichtig. Wir haben etwas für den Meister und hörten, er wäre bei euch gewesen. Wisst ihr, wo er ist? Lügner! Dreckiges Lügnerschwein! Der Meister hat alles, was er braucht! Schreinhüter. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Oh, er hat Plot Armor. Mammon. Wenn ich noch mal Plot Armor hab, ist alles gut.
gehorsam ihr geworden seid. Zuerst die schlechte Nachricht. Genbar hat jemanden erwartet. Offenbar hat Elias andere in seinen Wahnsinn gezogen. Ja, offensichtlich. Der wird ja wohl nicht nur einen armen Irren nehmen. Gelehrt. Ihr habt Genbar gehört. Der Meister hat alles, was er braucht. Sie haben etwas Drastisches vor. Und die gute Nachricht? Elias gab uns ein Geschenk. Erinnert ihr euch? Dieser Dämon, den er geschickt hat, um uns zu töten, er ist einzigartig. Er muss ständig gefüttert werden, mit Menschenopfern. Wenn ich seinen Bauch aufschlitze, könnten wir darin einen Hinweis finden, der uns sagt, woher er gekommen ist. Ich muss ihn zur Untersuchung nach Cat Bardu bringen lassen. Na lecker. Das ist eine ganz schöne Strecke, weißt du, ja? Wir treffen uns später dort. Lasst mich jetzt arbeiten. Okay, solange ich den nicht dahin schleppen muss, ist okay, Junge. Mach du mal, der sieht sehr schwer aus. Ich hab noch Platz. Obwohl, es ist ja gleich hier. Nicht so lange ich in der Stadt bin. Meine Augen sehen auch nicht alles. Ah, eine Kriegerin. Wie kann ich dienen? So, oben oder unten? Unten oder oben? Oben. Hi, Lorat. So, da bin ich. Endlich. Elias Dämonenfreund ist dort drin und wartet auf das Messer. Da hättest du aber nicht auf mich warten müssen. Dass wir seinen Angriff überlebt haben? Oh, er weiß es. Und das bedeutet, dass die Zeit knapp wird. Warum wartest du dann auf mich? Sehen wir mal, ob dieser Dämon etwas Nützliches gefressen hat. Ich meine, er hätte schon längst die das Sezieren anfangen können. Die Autopsie. Das wollte ich sagen. Ja, Autopsie. Er schützte diesen Narren. Genbar? Das ist Elias Werk. Aber wo ist er? Die Antwort liegt in seinem Magen. Eine zarte Hand. Die eines Adligen. Elias hat diese Kreatur nicht nur mit edlen Stiefeln gefüttert. Dieser Mann hatte Familie. Oder diese Frau. Dämonen müssen brennen. Das ist falsch. Ah, dieses Medaillon trägt das königliche Wappen des Herrschers von Gul'ran. Ehemaligen Herrschers. Natürlich. Das reicht, alter Mann. Den Toten zollt man Respekt. Man zollt ihnen gar nicht, solange die Lebenden bedroht sind. Nun hat Gul'ran dank Elias einen neuen Herrscher. Die Toten mögen euch nichts bedeuten, aber dieses Medaillon könnte den Trauernden Frieden bringen. Nun gut, um Elias zu finden, müssen auch wir nach Gul'ran reisen. Kommt mir nach, und zwar rasch. Okay. Könnten auch zusammengehen, aber es wäre so einfach, ja. Und meidet die Stadttore. Zu viele Kannibalen. Geht zu den Klippen, dort werden wir Hilfe finden. Ah ja. Ab nach. Und meidet die Stadttore. Zu viele Kannibalen. Geht zu den Klippen, dort werden wir Hilfe finden. Okay. Da ist er einfach mal doppelt gespawnt, nehme ich mal an. Na, wo löst du dich auf? Hier. Direkt an den Stadttoren. Jo. Da ist also Gul'ran. Am Boden. Okay. Auf hin.
Nicht solange ich in der Stadt bin. Ja, wir gehen ja gerade raus. Ich hatte vor ein paar Tagen auch mal die Erfolge durchgeschaut. Und ja, bis jetzt, man kann sich halt echt nur Titel freischalten. Schade. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich denke mal, mit Season 1 werden sie hier und da ein paar Sachen noch hinzufügen, ändern etc. Das ist ja dann in einem Monat oder so. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. So, und wenn das jetzt nicht allzu lange mit dem Kapitel dauert, dann werden wir noch die Mount Quest, nehme ich mal an, machen und den Capstone Dungeon, der laut dem Ladebildschirm der Final Dungeon heißt. Warum auch immer. Er nicht Schlüssel oder Grenzschlüssel oder was auch immer heißt. Final Dungeon. Klingt halt so, als ob es das Ende wäre, aber es ist halt nur das Ende von der Schwierigkeitsstufe. Was dann halt ein bisschen dämlich an der Stelle ist. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Wenigstens müssen wir nicht so viel leveln. Wir müssen nur gegen den Lag ankommen, wie ich gerade die ganze Zeit schon merke. Der lädt und lädt und lädt und dann, dann kann man weitergehen. I mean, why not? Ich bin noch nicht bereit. Lasst euch nicht beim Essen stören. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin noch nicht bereit. Fühlt sich ja trotzdem recht leer an, auch wenn wir so ein, zwei Monster sehen. Schon ein bisschen komisch. Das kann ich hier nicht tun. Stadt. Ein Aussichtspunkt. Hey, ja. Bin hier. Wenn wir auch zusammenreisen können. Gut, dass ihr hier seid. Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Elias ist hier? Zweifelsohne ist er im Palast. Mein Zauberstab ist der Belagerungswaffe. Hinter der Mauer und den verriegelten Toren. Wir Kein können Problem. Nicht hindurch. Doch. Einfach durchgehen. Ihr wisst, wer es kann. Solaya. Wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Oyun schon bei diesen Schlechtern dort drinnen fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Das geht euch nichts an. Uff. Also ob die Horadrim heilig sind, ey. Müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Wow. Aber er wusste, was wir vorhaben. Risiko wert ist. Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Oh. Habt mal ein wenig Vertrauen, alter Mann. Aber ich die. Wir bomben uns da schon durch. Rote Gasse. Fehlt der Marktplatz. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ja.
Da ist er ja. Ich soll nach Orion suchen. Sieht lecker aus. Ich nehme mal an, offene Türen mit Dämonen sollten wir vermeiden, so als Ort von lebendigen Leuten, die wir suchen eventuell. Okay, wir müssen... Ich habe mir das, diesen Gang da gerade schon auf der Karte angeguckt und dachte mir so, ich muss jetzt bestimmt nicht diesen ganzen Weg durchgehen. Doch, muss ich. Natürlich muss ich das. Noch nicht bereit. Sieht aber cool aus. Wow. Okay, so kann man natürlich auch grundlos über die Dächer spazieren, indem man einfach da wieder runter geht, wo man gerade herkam. Zeit für die Vorbereitung. Nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich kriegen! Oh, kein Problem. Einfach cool bleiben. Habt ihr jemanden namens Orion gesehen? Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sich alle. Sie töten und fressen. Aber ist nicht du, Orion? Schleifen sie fort. Zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Ah ja. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Gute Frage. Die Gefängnisse. Vielleicht könnte Orion noch am Leben sein. Vielleicht. Hi. Habt ihr jemanden namens Orion gesehen? Seid ihr verrückt? Bringt euch in Sicherheit. Wow. Kein Kommentar dazu, dass wir gerade ihre Tür eingeschlagen haben, oder was? Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Chat lügt, ich greife den gar nicht an. Hey! Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Kaum sage ich, ich greife dir nicht einen Block dadurch, dass ich ihn angreifen muss. Ja, gut. Ah, das sieht doch vielversprechend aus. Okay, das ist Kolosseum. Scheinbar muss man da irgendwie wieder über irgendwelche Dächer steigen. Ich finde gut, wie wir jegliche Barrieren und Sachen, die die Leute vor den sicheren Tod schützen, einfach so wegballern. Ich meine, die sind ja nicht umsonst verschlossen. Abgesehen davon, dass jeder durch diese Türen hier durch kann. Wären die verschlossen, wäre das ja eine Sache, aber, ne?
Hi. Der Kerkermeister, was will der denn? Die Schlüssel geben. Sehr schön. Wie ist es eine Tür, die vernünftig verschlossen ist? Wer ist da? Hi. Ihr seid nicht er. Wer seid ihr? Ich bin ich. Das Hacken. Es hat aufgehört und ich dachte... Ich dachte, er würde mich als nächstes holen. Eure Freundin Solaya hat mich geschickt. Sie ist immer noch hier? Hm. Ihr werdet sie bald sehen. Wir müssen über den Markt. Ich kenne einen anderen Weg. Er ist sicherer. Der alte Gefängnisflügel. Er wurde vor Jahren nach einem Erdbeben versiegelt. Aber natürlich ist der alte Gefängnishügel Flügel sicherer. Hier sind die Kannibalen gekommen. Als der Ort, wo wir gerade durchgeschnitten sind und alles freigemacht haben. Angeführt vom Tyrannen Brohl. Ich habe ein Gespräch mit angehört über ein neues Zeitalter, das kommen würde und den Mann, der es einleiten würde, Elias. Elias. Ich glaube, er hat sie zu diesen Monstern gemacht. Sie entfesselt. Dem Mauer da vorne. Das war früher der Eingang zum alten Gefängnistrakt. Könnt ihr sie durchbrechen? Schon getan. Erinnert mich an die Mauer, wo der Boss von Akt 2 von Diablo 2 ist. Gerade eben. Da muss man auch irgendwie durch einen Riss durch und so. Also ich schon ein bisschen. Die haben sich da vielleicht ein bisschen was abgeschaut, aber. Nein. Sie haben sie cool gemacht. Ich dachte, es wäre sicher. Natürlich ist es nicht sicher. Genau. Das würde viel bringen, wenn ich gerade so gucke, wie viele hier sind. Ja, ich merke, der hat erhöhtes Leben, ja. Definitiv. Braucht so ein, zwei Stunden, bis man den fertig hat. Die Arkan-Magien, die man hier entfesselt, ne? Ich würde sagen, das wäre schon ziemlich tödlich. Und warum? Aus irgendeinem Grund will er manchmal mit dem Fernseher kommunizieren, weil die Capture-Karte halt gleichzeitig ein Pass-Through zum Fernseher hat. Ich habe keine Ahnung, warum das manchmal macht. Ich bin noch nicht bereit. Sag nicht, das ist direkt ein Bossraum hier. Ja, zapp einfach durch. Ach, wartet. Ich kann nicht. Das Licht. Das tut weh. Das Licht tut weh? Verdächtig. Ja, wo ist sie? Wer? Ja.
Bringt das Tier zum Schweigen. Ganz ruhig. Es ist jetzt sicher. Hier oben kann dir nichts geschehen. Hi. Solaya! Oyun! Oh, du bist zurückgekommen. Du hast gewartet. Dich in Gefahr gebracht. Oh, natürlich habe ich das, du sture Kuh. Wo sollte ich ohne dich denn hingehen? Hauptsache weg von hier. Nun, ich muss zugeben, ihr seid vom Glück gesegnet. Ah, Lorat hat sie hier auf die Suche nach dir geschickt. Sie müssen dringend in den Palast. Es gibt einen alten Fluchttunnel. Der Eingang liegt in den nahen Kavernen, hinter einem Alkoven mit dem Kreuz des Aufsehers. Zwei Säbel am Griff verbunden. Drück den linken Knauf und der Weg ist frei. Kavernen. Es könnte schlimmer sein. Wanderin. Ich danke euch. Gebt gut auf euch Acht. Auf geht's! Höher! Katzin erinnert mich bisher an was. Das war das Pferd des Händlers. Das bleibt besser unter uns.